ich hoffe, ein Flop. Aber es ist richtig so, dass sie mit einer hohen Niederlage gegen Polen sich auch eine bessere Ausgangsposition ein bisschen verspielt haben in ihrer Gruppe. Aber eben auch mit einem Unentschieden gegen Spanien gezeigt haben, zu welchem Leistungsvermögen diese Mannschaft in der Lage ist. Und demzufolge erwartet uns ein Team, auf dem wir uns 100% voll konzentriert vorbereiten müssen. Also bei den bisherigen Spielen ragt der Langaro auf Rückraum links schon heraus. Aber natürlich auch Rodriguez auf Rückraum rechts und auch Moraes am Kreis sind Spieler, die bis jetzt aufgefallen sind. Wir haben gezeigt, dass wir 6-0 Abwehrsysteme auch knacken können. Wir brauchen auch wieder Mut. Klar brauchen wir auch Würfe aus dem Rückraum, das ist nun mal so. Bei einer 6-0-Deckung muss man auch Würfe aus dem Rückraum nehmen. Wir haben es aber auch gezeigt, dass wir es spielerisch lösen können. Aber es wird ein Spiel sein, je länger das Turnier andauert, wo wir alle Rückraumspieler brauchen. Julius hat schon Leistungen in dem Turnier gezeigt und wird das morgen auch in meinen Augen in der Mannschaft wieder reinbringen können. Paul hat richtig gute Phasen auch immer wieder gehabt. Also alle sind gefordert. Eine mannschaftliche geschlossene Leistung wird der Schlüssel zum Erfolg sein.